Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und meinem Erfahrungsbericht zu der Jabra Panacast. Fangen wir an. So, da wären wir bei dem Jabra Panacast. Das ist eine 4K-Videokonferenzkamera mit 180 Grad Sichtfeld. Ja, und ich packe das Gerät aus, schaue es mir an und befummel es. Und anschließend richte ich das Teil ein und am Ende seht ihr meinen kurzen Erfahrungsbericht. Noch kurz zu dem, was der Hersteller sagt. Überall an Meetings teilnehmen. Intelligente Videotechnologie. Plug and Play mit minimalem Installationsaufwand. Und zuletzt für alle Plattformen geeignet. Ja, nach dem Öffnen der Verpackung, die scheinbar aus recycelter Pappe hergestellt wurde, was ich sehr gut finde, sehen wir oben einige Hinweise zu weiteren Infos und der Software Jabra Direct sowie der Registrierung. Ja, und dann sehen wir ein dünnes Stück Schaumstoff, das die Kamera schützen soll. Ja, und da ist auch schon die Jabra Panacast, aber erst einmal herausgenommen und zur Seite gelegt. Mal schauen, was da noch zu finden ist. Zunächst gibt es hier ein Heft, das unter anderem in Deutsch gehalten ist und Warnung und Erklärung beinhaltet. Da steht etwas zur Handhabung der Kamera, dem Betrieb, der Reinigung und so weiter und so fort. Dann haben wir hier einen kleinen Pappaufsteller mit groben Infos zur Inbetriebnahme. Ja, und hier steht, dass man die Kamera einfach an den PC steckt, ohne Treiber installieren zu müssen und dann einfach die Videokonferenz-Applikation startet. Und auf der anderen Seite wird über den intelligenten Zoom informiert, der halt automatisch erkennt, ob mehrere Leute im Bild sind oder nur eine Person und dann automatisch das Bild auf den Bereich einzoomt. Und hier nun ein sehr starres und robustes, ca. 1 Meter langes USB-Typ A 3.0 auf gewinkelten USB-C-Steckerkabel. Und nun endlich zur Jabra Panacast. Und das Gerät wiegt ca. 100 Gramm und die Abmessungen betragen Länge mal Breite mal Höhe 102 mal 67 mal 20 mm. Ja, und vorne sehen wir drei Kameras angebracht, außerdem einen Jabra-Schriftzug und LED-Leisten. Und dieses rundliche Teil mit den Kameras besteht aus schwarzem Kunststoff und hat eine Schraffur, was sehr nett aussieht. Hinten sehen wir den USB-C-Anschluss. Und der restliche Körper besteht aus schwarzem Metall und fühlt sich sehr hochwertig, robust und kalt an. Ja, und scheinbar fungiert der Metallkörper auch als Kühlkörper, um die Wärme im Betrieb abzuführen. An der Unterseite ist ein ausklappbares Teil, auch aus Metall und mit einer Gummierung versehen. Ja, und das Teil kann als Standfuß mit anpassbarem Winkel oder Befestigung für eine optional erhältliche Wandhalterung benutzt werden. Außerdem ist auch ein Gewinde eingearbeitet, damit man die Panacast an handelsübliche Stative anschrauben kann. Und natürlich bietet Jabra auch hierfür mit der Panacast Tischhalterung eine eigene Lösung an. Und unter diesem Kameraknubbel ist auch noch eine Gummierung, wenn das Gerät flach aufgestellt wird, damit es nicht verrutscht. Und hier sieht man nun, wie man die Kamera zum Beispiel aufstellen kann. Der Winkel ist dabei stufenlos verstellbar und die Kamera verharrt sicher und klappt nicht zusammen oder so. Ja, und der erste Eindruck der Kamera ist sehr gut. Das Gerät wirkt sehr hochwertig und robust. Es sieht auch gut aus und ist auch nicht zu groß. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die Jabra Direct App sowie die Jabra Vision App an. Ja, und nach dem Herunterladen der beiden Programme von der Jabra Webseite und nach dem Installieren haben wir hier zunächst die Jabra Direct App. Und unter Device wird ein angeschlossenes Gerät dargestellt. Noch ist aber keins angeschlossen. Und jetzt ist das Panacast angeschlossen und wird hier dargestellt. Unter dem Reiter Bluetooth werden verbundene Bluetooth-Geräte dargestellt. Unter Updates wird für angeschlossene Geräte und die installierte Jabra-Software nach Firmware und Aktualisierung gesucht und bei Verfügbarkeit installiert. Settings bietet einige Einstellungen zu der Direct-App an. Unter Feedback kann man seine Meinung zum Gerät und der App an Jabra mitteilen. Im Bereich Help gibt es Anleitungen zum Gerät, der Software und weiteren Hilfen. Und nun wieder zurück zum Panacast und dort raufgeklickt befinden wir uns in diesem Bereich. Ja, und Kamerakontroller bietet diverse Einstellungen für den Zoom und die Bildqualität. Man kann die durchgeführten Einstellungen auch direkt in einer Preview überprüfen. Unter Settings gibt es auch viele Einstellungen wie die Orientierung des Aufnahmebereichs, dem Sichtbereich, dem Zoom, dem Videomodus, dem HDR, der Frequenz und den verbauten LEDs. Unter Produktinformationen gibt es Einblicke in die Firmware, Seriennummer und so weiter und so fort.
Ja, und Jabra Vision bietet wiederum eine Oberfläche, um die Helligkeit, den Kontrast, den Aufnahmebereich und so weiter nach den eigenen Wünschen anzupassen. Außerdem gibt es auch hier wieder viele Einstellungsmöglichkeiten. Ja, und diese eben gezeigten Apps sind halt zur Einrichtung notwendig und werden später im Betrieb nicht mehr großartig benötigt, außer man möchte an den Einstellungen Veränderungen vornehmen. Dementsprechend sind sie jetzt auch nicht so interessant. Ja, aber im Großen und Ganzen macht die Kamera mit der Software einen sehr guten Eindruck. Und wie nun die Bild- und Tonqualität ist und was mir sonst noch so aufgefallen ist, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im kurzen Erfahrungsbericht. So, und die Jabra Panacast ist nun einige Zeit hier im Homeoffice im Gebrauch, aber seht selbst, wie die Qualität der Kamera so ist. So, jetzt könnt ihr mal sehen und hören, wie die Video- und die Tonqualität mit der Jabra Panacast ist. Ja, und grundsätzlich bin ich ziemlich zufrieden mit der Kamera. Das Teil wurde noch von jemand anders getestet, halt mit Videokonferenzen und so weiter. Da auch sehr zufrieden gewesen. Im Grunde würde ich sagen, von der Qualität her, von der Videoqualität recht gut. Man muss aber dazu sagen, man bekommt hier keine 4K-Kamera-Qualität, sondern eigentlich tatsächlich doch nur 1080p. Denn mit 1080p und 30 Frames wird aufgenommen und diese 4K-Kamera, das ist keine Auflösung, sondern eher einfach diese Breite der Aufnahme, der Fläche halt, die aufgenommen wird. Und je nachdem, wie ich mich hier halt bewege, geht die Kamera dann automatisch und folgt mir. Jetzt bin ich im Grunde fast am Rand und irgendwann mal, selbst da folgt sie mir noch. So, und wenn ich jetzt halt nach links gehe, dann macht sie genau dasselbe. Jedenfalls müsste sie, genau. So, und das ist halt ein Highlight dieser Kamera und deshalb braucht sie halt auch diese breite Auflösung. Nichtsdestotrotz ist die Aufnahmequalität gut, insbesondere im Vergleich zu irgendwelchen eingebauten, integrierten Laptop-Webcams oder irgendwelchen, 50 bis 100 Euro Webcams und so weiter, externe Webcams, kann ich schon sagen, dass die Qualität besser ist. Und natürlich insbesondere auch deshalb, weil ich habe hier sehr, sehr schlechte Beleuchtung hier im Zimmer. Trotzdem ist die Qualität gut, würde ich sagen. Natürlich ist da noch Luft nach oben, insbesondere wenn ich dann halt hier, sagen wir mal, noch einen Scheinwerfer hinstellen würde oder so, wenn man das noch mal ein bisschen professioneller aufmachen möchte. Aber hier zum Beispiel, es ist jetzt Sonnenschein und so weiter. Hier kommt aber jetzt nicht so viel rein. Und da würde ich sagen, ist die Qualität, wenn ich sie jetzt im Bildschirm hier sehe, ist schon recht gut, würde ich sagen. Die Tonqualität ist auch gut. Ich würde da aber tatsächlich sagen, da würde ich mir noch vielleicht ein bisschen, oder habe mir zumindest ein bisschen mehr versprochen oder erhofft, besser gesagt, insbesondere eben halt für den Preis, weil das Teil ist doch nicht so günstig, aber man zahlt halt auch für diese ganze Funktion, mit diesem Zoom, mit dieser Verfolgungsfunktion und so weiter, was ihr eben gerade gesehen habt. Das zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber ja, an sich ist das Teil schon recht gut. Dann noch kurz zur Inbetriebnahme. Also ihr hattet ja schon diese ganze Software gesehen und so weiter, die es halt für die Jabra Panacast gibt. Und grundsätzlich, nachdem man dann eben alles eingestellt hat mit den Apps halt, dann steckt man einfach die Jabra Panacast an den Computer. Dann öffnet man halt das gewünschte Programm und dann wird sie halt automatisch als Anzeigegerät halt ausgewählt und dann kann es halt schon losgehen mit der Aufnahme. Mit der Videokonferenz oder sonst irgendwas halt. Benutzt habe ich, und das mache ich jetzt auch gerade, die Windows 10 integrierte Kamera-App, und das ist halt eine relativ einfache App, nimmt halt Videos auf und Fotos kann man auch aufnehmen und so weiter. Ja, und da funktioniert die Kamera ohne Probleme. Hier zum Beispiel nutze ich jetzt gerade so einen Laptop, der auch eine integrierte Webcam hat, und da kann ich dann einfach auf die Panacast eben wechseln mit so einem Button. Ansonsten bei Skype und so weiter ist das genau das Gleiche. Man schließt halt die Kamera an, startet das Programm halt und dann wird die Kamera halt auch insbesondere dann eben, wenn es weiter ist, ja auswählbar. Dann kann man sofort losskypen. Bei Google Meetings zum Beispiel, das habe ich auch noch ausprobiert, kann man das dann auch genauso machen, dann halt im Browser. Bei Google Meetings hatte ich auch noch so ein paar Funktionen oder Effekte ausprobiert, dass zum Beispiel hier so in diesem Bereich dann der komplette Hintergrund geblurrt wird, halt verschwommen wirkt und so weiter. Funktioniert auch gut. Sieht ein bisschen künstlich aus, aber unabhängig
davon, dass es halt auch keine Funktion der Kamera an sich, sondern ein Feature des Programms. Aber grundsätzlich bin ich recht zufrieden mit der Kamera und ja, Tonqualität könnte halt ticken besser sein. Ja, so viel dazu. Jetzt zu dieser 180-Grad-Funktion. So, jetzt zeige ich euch noch diese 180-Grad-Funktion der Jabra Panacast. Ja, und das ist halt eine Zoom-Funktion, eine automatische Verfolgungsfunktion, eine, sagen wir mal, eine aktive, automatische Veränderung des Aufnahmebereichs und so weiter und so fort. Ne? Ja, jetzt bin ich halt in der Mitte, alles ist gut, ich werde hier ganz normal gefilmt und zwar tatsächlich nicht nur von einem Objektiv, sondern direkt auch von zwei. Läuft das jetzt gerade und das erkennt man daran, wenn man zum Beispiel mit dem Finger hier nach vorne kommt und dann hier rauskommt, ja genau da, dann sieht man diesen Schnittbereich, wo halt das nächste Objektiv halt beginnt. Und was ganz interessant ist, sobald ich hier rausgehe, verschwindet das auch. Ne? Also sprich, da ist irgendwie so ein Algorithmus eingebaut, der das halt so ein bisschen verschleiern kann, ne? So dass man das gar nicht mehr erkennt. Und das ist halt auch hier, hier erkennt man das auch. Und sobald ich hier rausgehe, irgendwie so richtig, von Weitem sieht man das noch minimal. Aber tatsächlich, wenn man jetzt so, und ich bin hier von der Entfernung, sagen wir mal von der Kamera, das sind 1,20 Meter oder so, da erkennt man das soweit eigentlich nicht mehr. Ich mache später nochmal ein anderes Video, wo man das vielleicht ein bisschen besser kann, wenn man von mir jetzt oder so, ob das stört. Aber unabhängig davon stört das jetzt so, finde ich jedenfalls nicht. Ja, und wie gesagt, jetzt zu diesen ganzen Zonen, dieser Verfolgung und so weiter. Wenn ich jetzt einmal aus dem Bild gehe, so, dann erkennt sie das, dass da plötzlich keine Person mehr ist und verfolgt mich. So, und wenn ich hier noch weitergehe, viel weiter geht es hier zwar nicht, dann müsste sie jetzt noch ein Ticken weiterkommen. Oh, jetzt erkennt sie das gerade nicht. So, mal gucken. Ja. Obwohl, ja, jetzt eben gerade hat sie dann gewechselt. So, jetzt gehe ich hier wieder raus und zwar ein bisschen schneller. Und ich bin im Grunde genau in dem Sichtbereich von diesem Objektiv und erkennt das und wechselt. Ne? Also sprich, er zoomt im Grunde heraus, hat ein breiteres Bild und dann zoomt er halt wieder rein und nutzt halt hauptsächlich das Objektiv bzw. die Linse. Jetzt gehe ich nochmal hier so ein bisschen weiter weg. Mal schauen, ob das hier schon das Maximum ist. Ja. Ja, ein Ticken hat ihr noch gezoomt bzw. das Bild verändert, aber mehr geht dann auch nicht mehr. Ne? So, jetzt gehe ich wieder in die Mitte und dann kann man halt hier live zu sehen, wie das Bild verändert wird und das funktioniert auch recht zügig soweit. Und jetzt bin ich zum Beispiel nicht mittig, aber normalerweise versucht die Kamera mich dann mittig genau so einzustellen. Ja, und diese ganze Funktion ist wirklich sehr, sehr nützlich, wenn man zum Beispiel in der Firma so eine Videokonferenz hält und dann kommen halt nachträglich noch Teilnehmer hinzu, die setzen sich an den Tisch und dann erkennt halt die Kamera das und zoomt halt heraus, wenn dann mehr Personen halt da sind. Und wenn irgendeine Person dann halt die Videokonferenz halt verlässt, dann erkennt sie das auch automatisch. Möglicherweise, wenn er noch da steht, ne, und sich so langsam diese Szenerie dann verlässt, dann wird vielleicht auch nochmal herausgezoomt. Aber abschließend ist es dann so, dass die Kamera dann halt nur noch auf diese Person halt hineinzoomt, die noch da sind. Jedenfalls in diesem 180 Grad Sichtbereich. Also eine ziemlich gute Funktion. Ja, das Teil ist natürlich ein bisschen teuer, ne, die Kamera, aber so eine Funktion ist insbesondere für Firmen recht gut, ne, wenn man regelmäßig Videokonferenzen macht und halt mehrere Teilnehmer vorhanden sind. Ja, nebenbei kann der Zoom auch so eingestellt werden, dass er stufenlos hineinzoomt und nicht stufenweise das Bild vergrößert oder verkleinert. Dann seht ihr hier noch kurz die Sache mit den Schnittkanten der Linsen. Ja, und jetzt setze ich einmal 80 cm ungefähr entfernt von der Kamera und zeige euch nochmal diese Schnittkanten. Und wenn ich mich hier jetzt bewege, dann erkennt man das hier zum Beispiel. Moment, so. Da sieht man die Schnittkante, da verändert sich das so ein bisschen mit den Fingern.
Und hier, oh Moment, so, da ist sie, hier. Aber das ist soweit, finde ich, okay und gar nicht so schlimm. Ne? Also recht gut gemacht und eben tatsächlich, wenn da keine großartige Bewegung ist, beziehungsweise wenn eine Person halt sitzen würde und zuhören würde und vielleicht normal reden würde und so weiter und sich nicht großartig jetzt bewegt, dann erkennt man das auch gar nicht. Ne? Also ich finde es vollkommen okay und technisch wahrscheinlich auch aktuell nicht anders lösbar. Außerdem gibt es noch den Whiteboard-Modus, um Tafeln, Bilder oder sonstige Bereiche mit Text und Grafiken in den Fokus zu rücken, indem man mit der Vision-App im Aufnahmebereich das Bild markiert, wo sich genau das Blatt oder die Tafel befindet, und dann versucht die Kamera genau diesen Bereich optimal anzuzeigen. Ja, und hier ist es natürlich sehr schwierig für die Panacast, da es sich um einen ca. 1,5 Meter weit hängenden und kleinen DIN A4 Zettel handelt, der auch noch mit einem Filzstift beschrieben wurde, und trotzdem kann man den Text noch relativ gut lesen. Bei größeren Tafeln und Text sowie besseren Lichtverhältnissen wird das Ergebnis also deutlich besser. Ja, was gibt es noch zu wissen? Es gibt einen optionalen USB-Hub, mit dem man diverse weitere Gerätschaften anschließen kann, was ganz praktisch für die Panacast ist. Ja, und gab es irgendwelche Probleme? Nö, nicht wirklich. Aber was mir negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Jabra Panacast bei längeren Videosessions fast schon heiß wird. Nicht ohne Grund besteht das Teil fast komplett aus Metall. Das Gehäuse dient also tatsächlich zur Kühlung. Ja, und selbst ausgeschaltet hat sich die Panacast aufgrund einer eventuellen Überhitzung zwar zu keinem Zeitpunkt, aber Hitze ist natürlich nicht gut für Elektronik. Ja, und ansonsten ist es aber eine wirklich gute und kompakte Konferenzkamera mit sehr guter Verarbeitung, guter Video- und Tonqualität und nützlichen 180-Grad-Zoom-Funktionen sowie guten Apps. Einzig der Preis ist mit aktuell so ca. 550 Euro recht hoch. Trotzdem kann ich sie aber eigentlich empfehlen. Ja, und falls ihr dieses Video irgendwie interessant findet oder irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch sehr nett. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!